Das Hobby zum Beruf machen können nur wenige. Und so beschäftigen wir uns in unserem Daily Business meist mit ganz seriösen Themen rund um die IT. Aber wir sind auch ein bisschen Nerds und Gamer. Und wir sind alle ziemlich autoverrückt. In der Kombination kommt da etwas ziemlich Logisches heraus. Auto, Computer, Gaming und Nerd-Themen führen unweigerlich zu Racing-Simulatoren. Aufwendigen Spielecomputern und verrückten Eigenbauten von Renncockpits und Flugsimulatoren. Auf der Suche nach einer bezahlbaren Motion-Plattform für den Rennsitz stießen wir auf Next Level Racing und die Motion-Plattform V2. So etwas musste her, dachte ich mir, als ich gerade wieder einmal dabei war, meinen Gaming-PC zu finden. Und dann, warum nicht doch das Hobby zum Beruf machen und den Import für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Benelux übernehmen? Und warum nicht das ganze eigene Portfolio und Produkte für echte Gamer und Simulatoren-Fans erweitern? Gesagt, getan, und das Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Mit Force to Motion haben wir eine neue Plattform für Racing- und Simulatoren-Hardware für den deutschsprachigen Raum aufgebaut. In Kürze folgen weitere Produkte. Und das, was Sie hier sehen, ist der Aufbau des Rigs von Next Level Racing zusammen mit der Motion-Plattform. Einem echt bezahlbaren, richtig coolen Teil. Man wird richtig durchgeschüttelt, aber das kann ich Ihnen jetzt alles erzählen. Am besten schauen Sie sich das mal richtig cool an auf YouTube, auf unserer Facebook-Seite. Alles erreichbar über www.force2motion.de. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Logischerweise kann man das natürlich bei uns auch testen. Ganz gefahrlos, weil wenn der Wagen mal gegen die Boxenmauer kracht, naja, ein Restart und ein leicht geschleudertes Auto, aber wirklich ganz leicht ist. Also, wir sehen uns auf der Rennstrecke. Bis bald.